Das ist eine sehr gute Frage. Leben wir heutzutage in der mekkanischen Phase oder in der Medina-Phase? In welcher Phase leben wir? Hier muss man erstmal eine Sache verstehen, weil das ist wirklich eine wichtige Frage für uns in der Dauerarbeit. Wir müssen verstehen, die Sira des Propheten, die kann man als Apotheke des Dayas verstehen. Was meine ich damit, mit Apotheke des Dayas? Der Daya jetzt, wenn du zum Beispiel in die Apotheke gehst, du hast eine bestimmte Krankheit und für die bestimmte Krankheit suchst du die entsprechende Medizin. So ist es auch in der Dauer. Für eine bestimmte Situation sucht man in der Zeit des Propheten, in diesen 23 Jahren, sallallahu alaihi wasallam, sucht man die entsprechende Medizin. Das heißt, die entsprechende Situation, wie hat er auf diese Situation reagiert? Man sieht zum Beispiel in der Schlacht von Banu Qurayza im 5. Jahr nach Hijra, der Stamm Banu Qurayza hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam einige Tage verraten oder eine kurze Zeit verraten. Und alle Männer wurden exekutiert. Im 8. Jahr nach Hijra hat er Mekka erobert. Leute, die den Propheten seit, sallallahu alaihi wasallam, seit über 20 Jahren bekämpft haben, aber er hat so gut wie alle begnadigt. Warum? Ist das ein Widerspruch? Nein. So, das hat etwas mit der Weisheit zu tun. Und deswegen muss man sich die Situationen genau anschauen. Warum hat der Prophet a.s.w. hier auf diese Art und Weise reagiert? Und warum hat er hier auf diese Art und Weise reagiert? Und da stecken immer besondere Weisheiten. Ich möchte jetzt nicht erzählen, warum hat er in der Eroberung von Mekka die Leute begnadigt und bei Banu Qurayza die Leute vernichtet. Woran liegt das? Sondern ich möchte das nur als Beispiel dafür geben, wie genau man in die Sira reingucken muss. Und da muss man gucken, in welcher Situation sind wir heute? Ähnelt unsere Situation eher der Situation in Mekka oder eher der Situation in Medina? Und die meisten Leute sagen sofort, wie aus der Pistole geschossen, mekkanische Phase. Wie aus der Pistole geschossen. Ohne sich die Situation genau anzugucken. Denn man müsste erstmal fragen, was kennzeichnet die mekkanische Phase? Was kennzeichnet die Medina-Phase? Was kennzeichnet das? Und wenn wir uns das angucken, dann ist es so, dass die mekkanische Phase dadurch gekennzeichnet ist, dass die Muslime als Minderheit gelebt haben und dass der Dschihad noch nicht legisliert wurde. Und hier muss man etwas feststellen. Der Dschihad wurde in Stufen legisliert, in Stufen offenbart. Zuerst wurde der Dschihad erlaubt, als Allah beispielsweise sagte: "Uzina lil-ladina yuqatilun bi-annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir." Das heißt, es wurde für diejenigen, die bekämpft wurde erlaubt zu kämpfen, weil ihnen Unrecht zugefügt wurde und Allah hat die Macht, ihnen zum Sieg zu verhelfen. Später wurde dann gesagt, bekämpft die, die euch bekämpfen. Ja, und dann wurde später das noch allgemeiner. Hier gibt es einige Gelehrte, die sagen, die letzten Verse von Surat Tauba und von Surat Muhammad abrogieren die anderen Verse. Das heißt, die letzte Offenbarung, die letzte Verpflichtung ist Dschihad. Ja? Andere Gelehrte sagen nein. Und dazu gehört Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah sagt, diese Verse abrogieren nicht die erste Verse, sondern man muss gucken, in welcher Situation wurde dem Propheten sallallahu alaihi wasallam der Kampf befohlen und in welcher Situation wurde gesagt, er soll seine Finger soll sich zurückhalten. Das ist wichtig. Jetzt gucken wir sind in einer Zeit von Schwäche, in einer Zeit, wo wir eine Minderheit sind. Aber auf der anderen Seite, wenn wir genau hingucken, sehen wir auch, dass es bestimmte Kennzeichen gibt, die spezifisch waren für die Medina-Phase. Dazu gehört beispielsweise, in der Mekka-Phase gab es so gut wie keine Ahlul Kitab. Aber wir hier in Deutschland, wir leben unter Ahlul Kitab. Dann in der Mekka-Phase war der Schar, war das göttliche Gesetz noch nicht vervollständigt.
Aber wir leben in einer Zeit, wo das göttliche Gesetz vervollständigt ist. Dann ist es auch so, dass wenn wir uns die Zeit genau betrachten, wir viel mehr Freiheiten haben als die Menschen in Medina. Jetzt, ich rede von Deutschland. Ja, weil es gibt, ich habe zum Beispiel jemand hat erzählt, ja, wir sollen keine Kundgebung machen, weil wir leben in der mekkanischen Zeit. Wer so etwas erzählt, ist ein Jahil, der absolut keinen Plan hat, was überhaupt mekkanische Phase ist. In der mekkanischen Phase, die Leute wurden gefoltert, die Leute wurden ins Gefängnis gesteckt. Was heißt Gefängnis? Die wurden gefesselt, die wurden in den Sand gelegt bei 50, 60 Grad. Denen wurden solche Felsbrocken auf die Brust gelegt. Ja, die wurden an Seilen durch die Straße geschickt. Die wurden getötet, die wurden vertrieben. Das Leben war unerträglich. Das heißt, man kann unsere Situation überhaupt nicht mit der Situation der Menschen in Mekka vergleichen. Das ist ein Witz. Die Freiheiten, die wir haben, kann man überhaupt nicht vergleichen. Damals wurde den Leuten verboten, an der Kaaba zu beten. Das heißt zu sagen, man soll nicht offen zum Islam rufen, weil man in der mekkanischen Zeit lebt. Und jetzt fragen wir, was hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gemacht? Weil derjenige, der sagt, man soll nicht offen zum Islam rufen, das heißt, man steht in der Stadt und redet offen über den Islam, der sagt ja damit indirekt aus, dass man in den Moscheen nur predigen soll und so weiter und so fort. Und hier muss man erstmal eine Sache feststellen. Die mekkanische Phase, die besteht aus zwei Phasen wieder, beziehungsweise manche Gelehrte unterteilen sie sogar in drei Phasen. Die erste Phase, die ersten drei Jahre, die Zeit der Dawa Sirriya, der stillen, geheimen Dawa. Ja, das heißt, die zweite Phase, bis zum 10. Jahr, die Zeit der Dawa Jahriya in Mekka, und dann ab dem 10. Jahr, ab Amul Husn, auch außerhalb von Mekka. Ja. Die anderen sagen nur Dawa Jahriya und Dawa Sirriya, also Sirriya, geheime Dawa. Und hier muss man erstmal verstehen, das ist das, was viele Leute nicht verstehen. Was ist der Unterschied zwischen Dawa Sirriya und Dawa Jahriya? Sirriya, geheime Dawa, und Jahriya, öffentliche Dawa. Viele verstehen darunter, dass die Dawa Sirriya eine Zeit war, wo man sich völlig versteckt hat. Keiner etwas mitbekommen hat. Das ist aber nicht richtig. Sondern es gibt Beweise dafür, dass sogar Leute außerhalb von Mekka gehört haben, dass ein Prophet in Mekka auftritt. Wie zum Beispiel Abu Zal Rifari, die authentischste Geschichte von ihm ist, dass er in den ersten drei Jahren den Islam angenommen hat. Dann, es war damals so gewesen, und da müssen wir gucken, es war also so gewesen, wenn sich jemand für den Islam interessiert hat, hatte er die Möglichkeit, dorthin zu gehen. Das heißt, die Dawa Sirriya war keine völlig geheime Sache, sondern der Unterschied zur Jahriya war, dass der Prophet erstens die Menschen nicht alle auf einmal konfrontiert hat, sondern dass er sich bestimmte Personen herausgepickt hat, bei denen er die Hoffnung hatte, dass sie den Islam annehmen. Ich fahr weiter geradeaus jetzt. Dass sie den Islam annehmen. Die zweite Sache war, also das war der Punkt. Es war aber auch möglich, dass jemand zu ihm kommt, der davon gehört hat. Bei der Dawa Jahriya gab es zwei Kennzeichen. Erstens, es wurde nicht nur derjenige eingeladen, der Lust hatte zu kommen, sondern es wurde öffentlich, wurden die Menschen konfrontiert. Zweitens, sie wurden konfrontiert mit etwas, was sie nicht mögen. Mit etwas, was ihrem Grundsystem widerspricht. Das heißt, sie wurden nicht konfrontiert mit, ja, ihr müsst nur nett zum Nachbarn sein und so weiter und so fort. Sondern sie wurden sofort konfrontiert mit, eure Götter sind falsch. Das war die Konfrontation. So, das heißt, wenn heute jemand sagt, wir sitzen in der Moschee und ja, wenn jemand kommen will, kann er kommen und jeder Muslim spricht mal mit demjenigen, wo er sich Hoffnung macht, vielleicht kommt er auch zum Islam mit seinem Klassenkameraden, dann ähnelt das eher der Phase der Dawa Sirriya in den ersten drei, als der Phase der Dawa Jahriya, wo er öffentlich aufgerufen hat.
Warum? Ich komme nochmal drauf zurück. Ich habe das einmal einem Bruder erklärt, und, weil er muss wohl wissen, wenn du als Deutscher mit einem Araber redest, ja, in den meisten Fällen hast du sowieso keine Ahnung. Kann der größte Jahil sein, aber der will das nicht akzeptieren, dass du ihm was beibringst. Ja? So. Nochmal darauf zurückzukommen. Was haben wir gesagt, ist der Unterschied von der Jahariya zur Sirriya? Der große Unterschied ist, dass die Menschen direkt konfrontiert werden, ohne Unterschied, ob sie ihnen das gefällt oder nicht. Zweitens, sie werden mit etwas konfrontiert, was ihrem Grundgesetz sozusagen widerspricht. Wie zum Beispiel in Mekka, keine Mädchen vergraben, keine Götzen anbeten. Ja, das hat einen riesen Einfluss gehabt. Keine Götzen anbeten heißt, denn ihr ganzes Wirtschaftssystem ist am Ende. So, das sind diese zwei Punkte. So, das heißt, zu irgendwo sitzen in einer Moschee und zu warten, dass jemand kommt, der sich interessiert, das ähnelt eher der Phase der Dawa Sirriya, der geheimen Dawa. Weil, wie ich schon gesagt habe, auch in den ersten drei Jahren war es möglich für Leute, die sich interessiert haben und die etwas mitbekommen haben vom Islam, und das haben einige, da gibt es viele Beweise für, auch dass Leute von außerhalb kamen und Al-Abbas ihnen gesagt hat, als sie den Propheten beten gesehen haben mit einigen Familienangehörigen, dass die eine neue Religion haben. Und ein anderer Beweis ist, und das steht auch in Rahik al-Maktum, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgefordert wurde, die Menschen öffentlich aufzurufen, hat er die Angehörigen seiner Familie zum Essen eingeladen, ganz am Anfang, allesamt. Ja, allesamt zum Konfrontieren. Und dann hat Abu Lahab zu ihm gesagt, er soll sie in Ruhe lassen mit As-Subah. So haben sie die damals, die neue Religion gehabt. Das heißt, die hatten schon, bevor er öffentlich angefangen hat zu predigen, wussten sie schon, er predigt eine neue Religion. Das hat sie schon rumgesprochen. Also es ist nicht so geheim, wie sich das viele vorstellen. Das heißt, diese Dawa, die heute einige machen, die sitzen in der Moschee und die warten, dass jemand in die Moschee kommt. Ja, und wenn er kommt, kommt. Aber sie konfrontieren nicht die Leute mit der Botschaft. Sie gehen nicht raus und sie machen nur Unterricht in der Moschee. Das ist etwas, was eher der Dawa Sirriya ähnelt als der Dawa Jahriya. Weil, wie ich schon gesagt habe, die Dawa Jahriya hat die Leute konfrontiert. Der Prophet Sassam ist rausgegangen, hat sie angesprochen, ist zu dem Zug Zilmajaz gegangen, hat mit den Leuten geredet, er ist zum Berg Safa gegangen, hat aufgerufen, hat gesagt, ich bin euch ein deutlicher Warner. Und das sehen wir in der Geschichte von Nuh, das sehen wir in der Geschichte von Ibrahim. Wir sehen auch, dass in der Dawa Jahriya die Propheten versucht haben, auf einen Schlag viele Menschen gleichzeitig zu beeinflussen oder vielen Menschen gleichzeitig die Botschaft zu bringen. So siehst du zum Beispiel, dass Musa a.s., als der Pharao mit ihm einen Treffpunkt machen wollte, hat er zu ihm gesagt, da steht in Surat al-Taha, sagt er, Mou'idukum yawmu zina wa yuhshara nasu duha. Unser Tag, unser Treffpunkt ist der yawmu zina. Yawmu zina war, wo die ganzen Menschen damals rausgekommen sind. Warum? Weil Musa wollte, dass sie alle Tausende auf einmal die Botschaft sehen. Der Prophet, der ist erstens zu den Zelten der Pilger gegangen, viele auf einmal. Er ist zum Zug gegangen, zum Markt, viele auf einmal. Er ist zu Berg Safa gegangen, hat auf einmal gerufen. Oder er hat Briefe geschrieben an Könige, damit durch diese Könige sofort die anderen, ja, die Botschaft mitbekommen. Und diese Briefe an die Könige, was waren das für Briefe? Die haben diese Leute konfrontiert. Der hat nicht gewartet. So, hätte der Prophet jetzt einen Brief geschrieben und hätte gewartet, bis der König zu ihm kommt und diesen Brief holt, ohne ihn dazu einzuladen oder ohne den Brief zu ihm zu schicken, dann hätte er ihn nicht konfrontiert, sondern nur angeboten. Das wäre etwas, was nicht die typische Jahriya-Dawa ist. Deswegen, wenn heute einer ein Buch schreibt und verkauft das in einem, hier rechts, in einem islamischen Bücherhandel, wo normalerweise auf diese Internetseite, nur Muslime gehen, aber vielleicht verläuft sich mal ein Käfer. Ähnelt diese Dawa dann eher der Sirriya oder eher der Jahriya? Sirriya. 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 Sie ähnelt eher dieser Dawa. Und das ist das, was viele Leute nicht verstehen. So, jetzt die Frage, und darauf möchte ich jetzt zurückkommen. Was uns jetzt einige Leute erzählen, sie wollen uns erzählen, wir leben in der mekkanischen Dawa, aber indirekt sagen sie, wir leben in der Zeit der Dawa Sirriya.
Weil das, was wir machen, ist die öffentliche Konfrontation. Und die öffentliche Konfrontation, die wird immer bekämpft. So, das ist halt so. Und wer etwas anderes sagt, der soll besser zum Neurologen gehen. Weil es, also Deutsche, es gibt eine neue Fitna, die verbreitet wurde. Ja? Das heißt, rechts, wenn die Dava richtig ist, dann kriegst du keine Probleme in der Dava. Das ist, also wer das erzählt, der muss wirklich zum Neurologen gehen und muss gucken, ob er überhaupt noch ein Gehirn oben in der Schädeldecke drin hat. Weil wahrscheinlich ist ihm das bei der letzten Krankheit, hat er das beim Husten rausgehustet oder was auch immer. Weil so etwas kann kein Mensch, der auch nur, der eins und eins zusammenrechnen kann, wirklich denken. Die Dawa Jahriya wird bekämpft. So, jetzt die Frage. Weil jetzt wird jemand darunter verstehen. Wir haben jetzt zum Beispiel die Person XY oder die Person YX. Und diese Person macht diese Dawa so. Er geht von Moschee zu Moschee zu Moschee und macht seine Unterrichte und will keine Konfrontation haben mit dem Kuffar. Er will auch nicht öffentlich aufrufen, sondern er wartet, bis jemand in die Moschee kommt. So, jetzt die Frage. Ist seine Dawa falsch? Rechts. Ist seine Dawa falsch? Nein, seine Dawa ist nicht falsch. Sondern das ist seine Methode. Und das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Da denken viele nicht drüber nach. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam angefangen mit der Dawa Jahriya, das heißt öffentlich aufgerufen hat, sind alle Sahaba zum Berg von Safa gegangen, haben aufgerufen? Geradeaus. Sind alle Sahaba zum Zug Zilmajas gegangen, haben gerufen? Nein. Sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und deswegen hier rechts, das heißt, das ist ein Fardul Kifaya. Die Dawa Jahriya ist dazu da, um die Risala rüberzubringen, um die Botschaft zu verbreiten. Das heißt, wir sagen nicht zu den Leuten, hier links, durchfahren, wir sagen nicht zu den Leuten, ihr seid falsch. Sondern wir sagen, macht eure Aufgabe. Denn die Dawa ist wie eine Fußballmannschaft. Jeder hat seine Aufgabe. In der Fußballmannschaft, wir können sich sagen, der Torwart ist falsch, der muss in den Sturm. Oder der Stürmer ist falsch, der muss ins Tor sein. Jeder muss seine Aufgabe übernehmen. Derjenige, der beispielsweise ein Buch beibringen kann, in Nahu, der soll sein Buch in Nahu beibringen. Das ist eine Sache, die der Dawa hilft. Das ist die Dawa Ta'alimiyya. Wer ein Buch beibringen kann, in Fiqh, macht diese Sache. Aber wem es liegt, die Menschen zu begeistern, öffentlich zu predigen, der soll diese Aufgabe übernehmen. Aber das Problem ist, in Deutschland haben wir es mit einem Haufen von Neidern zu tun, wo jeder der Chef sein will. Viele sagen, haben die Medien euch geschadet? Ich sage dir eins, die Medien mir beim öffentlichen Aufruf haben mir nie geschadet. Außer in einer Sache. An dem Tag, wo sie gesagt haben, Per Vogel ist der Superstar der Salafiten. Denn ab diesem Tag haben meine eigenen Brüder angefangen, mich zu bekämpfen. An diesem Tag ging es los, wo versucht wurde, die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Von den eigenen Brüdern, die du mit nach vorne gebracht hast, ja, wo, von denen du ihre Unterrichte gefördert hast, Leute, die du in eine Moschee reingebracht hast, ja, die du dort vorgeschlagen hast, dass sie dort Unterrichte machen sollen, haben dafür gesorgt, dass ich keine Unterrichte mehr in der Moschee machen kann. Das heißt, wir haben es hier mit einem Haufen schwacher Charaktere zu tun. Das ist die Botschaft. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.